gegrüßt zu dem heutigen Part. Ja. The Hunter Call of the Wild. Ich würde sagen, wir machen hier auch in der Story weiter. Ich muss jetzt nur mal gerade gucken, dass hier alles auch so ist, wie es sein sollte. Und irgendwie ist es nicht so, wie es ist. Ah, jetzt. Supi. Wir sollen ja... Oh. Hier oben hin. Da werde ich mir mal... Upsala. Einen... Erstmal werde ich mir hier einen Wegpunkt... Sag mal... Aber ist denn nun schon wieder los? Moin! Sei gegrüßt, schön, dass du da bist. Genau. So. Also irgendwas scheint... Ich muss noch mal gerade zum Desktop kurz zurück, weil irgendetwas stimmt hier nicht. Morgen gibt es übrigens eine kleine Überraschung im Stream. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? So. Ach was. Jetzt kommt die Nachricht. Prüfen an ist no lie. Streaming the Hunter Call of the Wild. The Hunter Call of the Wild. Jäger und Gejagter. Na, toll. So, ich hoffe, dass jetzt alles richtig funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ach, ich bin... Ja, kein Wunder. Erstens bin ich auf der falschen Map. Könnte man von hier aus nicht... So. Auf die richtige Map wechseln? Nö, anscheinend nicht. Na gut. Dann werden wir das Revier wählen. Und zwar die Savanne. Da haben wir ja noch ein, zwei Questen offen. Ja, und zwar wird es morgen, ja, von mir aus, nimm an, da die Quest, mir egal. Missionsliste. Nebenmission abgeschlossen. Nein. Das mache ich bestimmt nicht. Okay. Spuren eines Kudos, okay. Und zwar... Fotoschießen. Ja, das sind alles Nebenmissionen. Wo sind denn die Hauptmissionen? Anscheinend haben wir aktuell keine Hauptmission. Aussichtspunkt. Ja, okay, dann nehmen wir erstmal die. Ja, die Mission. Hallo? Ich hab gesagt, du sollst die... Wieso?
erlege ein Dutzkan. Drei Reifenminus aus mindestens 150 Meter Entfernung. Nee. Was haben wir hier? Springbock. Entdecke einen männlichen und einen weiblichen Springbock in Fuchsa. Okay. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Ja, wir haben hier auch sowieso noch ein bisschen was zu tun. In Fuchsa, Gesundheit, so, Schnellreise. Ja, und zwar morgen wird es tatsächlich die erste Folge von Naruto Shippuden geben. Ja. So, 2,10 Kilometer. Oder ist der Aussichtspunkt? Okay. Jupp. Also ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ab circa 20, 30, ja, sagen wir mal lieber 20, 45, 21 Uhr geht es los. Ich werde das Ganze blind spielen. Ich habe nämlich bisher noch keinen Naruto Shippuden Teil gespielt. Ich habe bisher, glaube ich, nur die Serie gesehen, und zwar bis Staffel 2. Also ich weiß, wer Naruto ist, ich weiß, wer Sasuke ist. Ja, und das war es dann auch schon. Aber ich lasse mich auch gerne auf was Neues ein. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Was haben wir hier? Das ist ein Wildschwein. Das brauche ich nicht. Haben wir denn hier irgendwo ein Tier? Nö. Heute wird der Stream übrigens so ungefähr bis 22 Uhr, höchstens 22:30 gehen. Morgen geht's dann, wie gewohnt, bis 23 Uhr. Na, wo? Da. Rumpfschrei. Nein, nee, du sollst nicht rennen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht verscheuche. Aber ich habe mir gedacht, ist eine nette kleine Überraschung. Ja. Okay, da mal Ring. Auch weiblich. Ah, okay, nee. Ich dachte gerade, ich habe was gehört. Aber das war wohl nichts. Ich schlag mich mal hier durchs Gehölz vorsichtig. Was haben wir da? Oh, da haben wir ein männliches Wildschwein. Das würde ich mir natürlich auch zu Gemüte führen.
Okay, wir sind auch relativ sichtbar. Ha. Was da? Okay, wir sind unsichtbar. Das ist schon mal gut. Da ist unser Ziel. Ich werde mich mal vorsichtig ranpirschen. Was ist das? Das ist Klasse 3. Jetzt muss ich mal gerade gucken in meinem Inventar, was wir da haben. 2 bis 4, okay. 4 bis 8 und 7 bis 9. Gut, dann ist gut, dass wir hier das erste Gewehr oder dass ich das erste Gewehr ausgewählt habe. Wow. Warnruf. Das muss aber wirklich schon relativ nah sein. Kann ich es denn hier irgendwo entdecken? Nee. Schade. Ich gehe noch mal ein Stück zurück, um mich hier zu verstecken. Gucken, ob das klappt mit dem Anlocken. Also da ist auf jeden Fall ein Wildschwein. Nee, du sollst nicht hoch, du sollst runter. Alter, ganz schön aggressiv und angriffslustig. Wo ist es da? Na. Upsi. Okay. Na, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, da vorne. Okay. Das ging wohl ein klein wenig in die Hose. So, ich werde aber trotzdem versuchen, das Wildschwein einzusammeln. Das soll ja da nicht rumverwesen. Ja. Sowas kommt von sowas. Ach Gott. Runter sein, du sollst dahin rein.
auch auf die Gefahren, dass wir jetzt die anderen Tiere verscheuchen. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Wildschwein so aggressiv ist. Und ich habe auch tatsächlich etwas meine Lebensleiste aus den Augen verloren. So. Ja. Hier vorne irgendwo müsste das Wildschwein liegen. Das wird wahrscheinlich eine sehr, sehr miese Bewertung haben. Vermute ich. Aber es soll da ja jetzt auch nicht unbedingt liegen bleiben. Aber so aggressiv habe ich die Wildschweine bisher noch nicht erlebt. Da haben wir noch ein Wildschwein, das ist klar. Da vorne liegt es. Ich glaube, der eine Schuss war schon ein tödlicher Treffer. Oh. Okay. Ein silbernes. Komm, das hebe ich doch mal auf. Und ich muss wohl, glaube ich, irgendwie noch kein Organ erwischen. Okay. Das ist interessant. Ich muss das wohl erwischt haben, aber... Nee, das ist doch nicht... Ja, frisch. Okay. Dann verfolge ich doch einfach mal die Spur. Mal gucken. Ja, das ist ja nur der Code. Na, egal. Gut. Hat mich allerdings auch ein bisschen überrascht, die zweite Sau. Egal. Ja, und 1,8 Kilometern sind wir an unserem Zielort. Oh, was haben wir da? Brummfrei. Kleines Kudu. Sehen wir das denn von hier aus? Da ist es. Ah ne, das ist ein Streifenschakal.
Ups, ich war leer. Okay, mal gucken. Erwische ich ihn? Nee, ich glaube eher nicht. Ja, den habe ich, glaube ich, nicht erwischt. Okay, ja, auch mit einer Entfernung von 150 Meter, das war wahrscheinlich weitaus mehr als 150 Meter. Da muss ich mal gucken, ob die vielleicht noch mal zurückkommen. Oh, was haben wir da? Das ist, glaube ich, ein, ja, kleines Kodu. Okay. Ich weiß nur nicht, wie weit entfernt das war. Wir müssen hier erstmal an dem Busch vorbei. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht aufschrecke. Da, oh, da ist es. 200. Ah, okay. Ah, genau an der Hütte. Toll. So, 300 Meter. Habe ich es erwischt? Ich hoffe es. Sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ja, stimmt. Hast du recht. Sorry, Logan, dass ich das erst jetzt lese. Aber ja, da hast du recht. Dass man die nur seltenst allein findet. So. Will ich mal gerade gucken. Ja. Ich befürchte, ich hab's verfehlt. Ah, an den Streifenschakal komme ich nicht dran. Ja. Ist verfehlt. Na gut. Passiert. Jetzt haben wir nicht, ich habe ich auch noch verfehlt. Oh oh. Das Gehechel gefällt mir gerade gar nicht. Ich befürchte nämlich, das ist ein Löwe. Mit Löwen habe ich ja so meine kleinen Schwierigkeiten. Ja, habe ich leider auch verfehlt. Ärgerlich, aber egal. Sei es drum. Na, geh mal da rein. Erstmal nachladen. Ich weiß nicht, wer solche Hütten baut. Also da hätte ich doch dann eher vielleicht sowas bevorzugt, was oben überall offen ist und vielleicht ein bisschen höher angesetzt ist. Aber naja.
mal wieder raus. So, 1,4 Kilometer. Ja, ich bin irgendwie nicht mehr dazu geeignet, auf weite Entfernung zu schießen. Warum auch immer. Was haben wir da? Erstmal nicht. Na gut. Ich stelle wieder auf meine 150 Meter ein. Oh, ich hab's doch erwischt. Das ist ja interessant. Aber es scheint nicht gestorben zu sein. Ha. Okay. Na gut. Moment mal. Ah ja, die Blutspur führt nach da. Da geht's weiter. Was haben wir? 75 bis... Oh ja. Klar. Da ist einer. Kann aber nicht markieren. Jetzt kann ich markieren. Damit nicht, den habe ich jetzt auch noch verfehlt. Würde ich mir jetzt aber langsam aber sicher echt Sorgen machen. Ja, wieder 75 bis 100. Ja, ist zwar weiter eine Blut vorhanden. Ah! Du blöder Löwe. Krieg ich den noch? Nee, ich glaube nicht. Er ist natürlich ordentlich schnell unterwegs. Ich glaube nicht, dass wir da hinterherkommen. Da ist er. Was? Habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich erwischt. Erstmal vorsichtshalber nachladen. Ja, da vorne liegt er. Das weiß ich nicht, ob ich das erwischt habe. Da vorne liegt der Löwe. Mal gucken, was der für eine Wertung hat. Jetzt bin ich ja echt mal gespannt. Ja, das ist mir erstmal egal. Aber... What?
Beziehungsweise ist mir eigentlich auch in der Hinsicht egal, was der für eine Bewertung hat. Okay, das war auf jeden Fall ein tödlicher Treffer. Ja, 75. Und der liegt ja hier vorne. Ich habe ja bisher zwei weibliche und er liegt auch mal da vorne und taucht dann nicht irgendwo später wieder auf. Da ist er. Yo! Tier zweimal oder weniger beschossen. Trophäen intakt. Lebenswichtige Organe getroffen. Jawoll. Ist übrigens Klasse 9. Also, ist eine Goldwertung. Na, den. Ah, weil ich nicht genug Geld habe. Shitte. Ja, also, den möchte ich auf jeden Fall behalten. Na, das war doch mal. Das war doch mal richtig nice. Und ich habe noch vorher gesagt, das wird nie was, aber. Sag niemals nie. Ah, dann müssen wir nur irgendwie sehen, dass wir. Dass ich noch genug Kohle zusammenkriege. Oh Mann. Da bin ich doch mal begeistert. Nee, da müssten wir höchstens. Ah nee, das fällt sicher. Das will ich nicht. So, was haben wir hier? Reifenschakal. Ah, steht da vielleicht. Was ich mir hier vielleicht noch wünschen würde, ich weiß ja nicht, ob das inzwischen gibt. Und zwar, dass man Trophäen zum Beispiel auch verkaufen kann. Und dafür Gold kriegt. Nur den Goldlöwen, den würde ich jetzt natürlich nicht verkaufen. So, ich guck mal gerade. Ah, okay, 21,19. Also das muss ich sagen. Da war mir Jagdgöttin doch mal Holz. Und hat mir schön Goldlöwen beschert. Und ich habe noch gesagt, ich treffe nicht auf Entfernung. Okay, man kann sich ja mal vertun. Hi Dino, sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. So. So, was müssen wir eigentlich am Außenposten nochmal machen? Markierten Aussichtspunkt. Entdecke einen männlichen und einen weiblichen Springbok. Okay.
Ja. Na gut, machen wir. Ja, ich bin nicht der Springbock. Na? So, ich befürchte, aber... dass ich doch den Stream schon vor 22 Uhr beenden muss. Mal abwarten. Ja. Auf jeden Fall werde ich nach dem Stream vielleicht noch ein bisschen weiterfahren, um ein bisschen Kohle zu bekommen. Und sollte ich das hinkriegen, dann werde ich natürlich den Löwen ausstopfen und im... Was ist das denn? Im... Die graue Hase? Das ist, glaube ich, nur ein Puzzle. Dann werde ich ihn ausstopfen und werde ihn natürlich im nächsten Stream präsentieren. Wir haben ja hier, wenn man mal bei den Trophäenhütten guckt, da haben wir hier 1, 2, 3, 4 Hütten. Eins ist, glaube ich, die Goldhütte. Gold und Diamantenhütte. Zwei müsste, glaube ich, Silber sein. Und drei und vier jeweils die Bronzehütten. Ich höre doch was. Das waren nur meine eigenen Schritte. Aber na gut, egal. Das war, glaube ich, gerade ein kleines Kudo. So. Ja. Aber wenn, wüsste ich nicht wo, weil ich auch das Signal der Kudos nicht gesehen habe. Egal. Na gut. So, in 500 Metern sind wir auch da. Da. Männlicher Spießbock. Was bist du nun? Habe ich mich jetzt gerade festgehauen? Oder was? Warnruf. Feierklasse. Ich glaube aber oder befürchte aber, dass wir den verscheucht haben. Anruf kleines Kudu. Sehe ich das von hier aus? Nee, da ist zu viel Gras. Na gut. Ja.
Blöde Kamera. Kamera, Quatsch. Blödes Kabel. Irgendwie. Ruhegebiet entdeckt. Nice. Ah ja, seht ihr hier. Jägerclub Beta. Täglich. Schade, gibt es aktuell nicht. Da haben wir nur ein kleines Foto. Sind aber auch noch 400 Meter, also daher. Mal schauen. Wenn wir dann da sind, müssen wir mal gucken. Apropos mal gucken. Hey. Haben wir denn hier irgendwas? Oh. Also da hinten ist schon mal der Turm. So, Marke Streifenschakal technisch. Oder Kiesbock? Kiesbock war es, ne? Springbock. Nö. Oh, ich glaube, wir kriegen es auch schon wieder abends. Okay, wir sind auch jetzt nicht gerade die leisesten. Mal schauen. Ja, und sorry, wenn das mit dem Greenscreen irgendwie momentan ein bisschen rumflackert und so weiter. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber naja, egal. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Ja, das finde ich ein bisschen schade. Das sollte man vielleicht noch mal mit einbauen, dass man sieht, wie viel man bis zum nächsten Level benötigt. Savannah here in Vusha is the heart and soul of the reserve. This grassland sustains a cross-section of plants and wildlife, from the smallest birds to the harems of a pronking springbok. Or at least, the grassland used to sustain them. Now there are so many springbok, we may have to rename this area Springbok City. I kid, but the problem is real.
The savannah can't sustain Springbok City. Fewer plants will thrive, the topsoil will erode, birds that nest in the vanishing shrubs will flee. And if we don't get relief from this drought, the smaller animals competing for grazing areas will die. On that, your codex has plenty of helpful information. But in Africa, the world is your classroom. Why only read about springbok when you can see them for yourself? Find a male and a female, one of each, and spot them. Observe them. Okay. Moin, Couch Potato. Dazu hab ich dir was per PN geschrieben. Okay, wir sollen. Ja. Entdecke einen männlichen und einen weiblichen Springbok. Ja, toll. Es wird nur, glaube ich, etwas. Wow, wie weit ist der entfernt? 345 Meter. Ach, du sollst doch nicht nachladen, du Idiot. Da ist er. Muss ich mal gucken. Müsste ja rein theoretisch ungefähr. Nee, ich glaube, den erwische ich so nicht. Ist er denn noch da? Ja, der liegt da tatsächlich. Puh. Da ist er. Ah ne, ist ein weiblicher. Es gibt doch nicht. Ich glaube, ich müsste. Auf 300 Meter ranzukommen. Beziehungsweise ich kann es auch eigentlich so sagen, also es gibt was Neues und zwar es wurde eingestellt. Okay.
Okay, die Spuren sind alt. Ah. Na gut. Dann würde ich sagen, hat die Löwin wohl mal Glück gehabt. Würde ich sagen. Aber na gut. Nee, das ist ein Spießbock. Da haben wir noch mehr Spießböcke. Noch mehr Spießböcke. Wow, ein achter Spießbock. Gar nicht, dass der Achter ist. Na gut, egal. Mann. Okay, die Spur ist frisch. Das heißt, er könnte sich noch hier aufhalten. Oder ich habe ihn verscheucht. Durch mein etwas wildes Herumgeballere auf den Löwen. Da war die Löwin. Verdammt. Nur der Baum. Ah. Hier hatten wir Spießbock. Okay, ich bin auf dem Dreiergewehr. Nein, nicht auf dem Dreiergewehr, sondern auf beim dritten Gewehr, das, was auch die 9 mit beinhaltet. Ich glaube nicht, dass die nochmal zurückkommen. Die jagt wahrscheinlich sowohl das weibliche als auch den männlichen Spießbock. Könnte ich mir gut vorstellen. Solange sie nicht uns jagt, ist alles in Ordnung. Ja, okay. Frisch. Oh, Mann. Graben könnten schon sonst wo sein. Solange wir noch in Wohunga bleiben, in Wohunga, Quatsch, in Wuxa bleiben, wir haben, glaube ich, das Gebiet auch verlassen. Ah, okay, hier haben wir einen
Bahnruf. Ich hoffe, wir können uns dem jetzt. Oh Mann. Ah. Das ist schwierig gerade. Gute Frage, nächste bitte. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, da. Ja, der ist da lang abgehauen. Das ist nur ein Stein. Ich glaube, um die Quest müssen wir uns das nächste Mal kümmern. Sieht ganz danach aus. Na gut, egal. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Da haben wir einen Fluss. Nee, hier ist nichts. Erstmal nicht. Wahrscheinlich ist da wieder eine Jägerhütte. Ich muss sagen, ich finde die hier in Afrika, die Jägerhütten gefallen mir ehrlich gesagt nicht so gut. Aber na gut. Sowas kommt von sowas halt. Was haben wir da? Bahnruf, Schießbock. Ja. Ist halt so. Aber dafür muss ich sagen, haben wir einen Löwen erlegt. Ich werde nachher oder heute Nacht nochmal versuchen, ein bisschen Gold, Geld zu farmen. Noch männlicher Löwe. Wo? Ja, der könnte ja überall sein. Noch ein bisschen Geld zu farmen. Und dann... Ja, ist wieder so eine dämliche Hütte. Und dann werde ich mal gucken, dass ich den Löwen aus... Stoppe. Und beim nächsten Mal The Hunter Call of the Wild. Präsentiere ich den. Ich hoffe, dass ich es dann nicht vergesse zu präsentieren. Wenn, könnt ihr mich auch gerne dran erinnern. Oh, hier haben wir sehr frisch. Ich würde sagen, ich gehe hier noch kurz zu dem ein Fragezeichen. Und
dann ist für heute leider erstmal rum. Aber das ist ja noch ein gutes Stück zum Laufen. So, hier setze ich den Wegpunkt hin. 300 Meter. Vielleicht begegnet uns noch der ein oder andere Spießbock. Oder vielleicht noch ein männlicher Löwe oder überhaupt ein Löwe. Alles, nur kein Wildschwein. Davon habe ich erstmal die Nase voll. Hallo, wieso? Ach nee. Ich glaube, da gibt es einen kleinen Bug. Weil er rennt wieder nur. Na gut, egal. Wir schnappen uns hier die Informationshütte noch. Was? Eine Erinnerung an 2010. What? Erinnerst du dich noch an 2010? Das war eine der lustigsten Winter meines Lebens. Es wäre noch besser gewesen, wenn unser Team auch gewonnen hätte. Aber es wäre auch so schön und war auch unvergleichbar. Okay. Ja. Ich würde sagen, ich reise. Wo reise ich denn am besten hin? Ja, am besten nach hier vorne. Schnellreise. Da geht's dann das nächste Mal weiter. Wie gesagt, sorry. Aber morgen geht es auf jeden Fall weiter dann mit Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ich muss gerade nochmal gucken, ob das der richtige Titel war. Genau, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ja, wurde sich ja gewünscht und das wird dann auch kommen. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund. Wenn es möglich ist, bleibt zu Hause in der aktuellen Situation. Schaltet auch morgen ab ca. 20.45 Uhr, 21 Uhr wieder ein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Rest nach. Gehabt euch wohl. Euer Wolf Mingan.